Ob künstliche Intelligenz, KI, jetzt gut oder schlecht für die Menschheit ist, darüber scheiden sich ja die Geister. Jetzt tut sich allerdings eine Perspektive auf, die ist extrem spannend. Und angefangen hat alles mit Fast Radio Bursts, also schnellen Radioblitzen. Was die mit Außerirdischen zu tun haben, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Hier gibt's täglich Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Radioblitze, sogenannte Radio Bursts, gehören wohl mit zu den größten Rätseln der Astronomie. Die Ursache und der Ursprung der extrem intensiven Fast Radio Bursts, die sind weitgehend unbekannt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA haben jetzt eine künstliche Intelligenz zur Unterstützung herangezogen. Und das ist wirklich irre. Die KI hat nicht nur 72 weitere Radioblitze einer rund 3 Milliarden Lichtjahre entfernten Quelle aufgespürt, ihre Analysen liefern zudem auch super spannende Hinweise zu dem mysteriösen Phänomen der Radioblitze. Denn das, was wir bisher über die sogenannten Fast Radio Bursts FRB wissen, hält sich wirklich in Grenzen. Was feststeht, diese Radioblitze sind sehr intensiv und halten nur Millisekunden. Sie entstehen wohl außerhalb unserer Galaxie. Doch wie genau? Das ist unklar. Der Großteil der bisher detektierten Radioblitze tritt vereinzelt auf. Die einzige Ausnahme davon ist FRB 121102. Hier konnten sich wiederholende Ausbrüche registriert werden, 200 an der Zahl. So gelang es dann auch endlich, die genaue Quelle in diesem Fall zu identifizieren. Eine Zwerggalaxie, die 3 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Hier vermuten die Experten und Expertinnen ein extrem starkes Magnetfeld. Das schließen sie aus der linearen Polarisierung der Radiosignale, die stark verdreht ist. In der Fachsprache wird dieser Effekt als Faraday-Effekt bezeichnet. Und FRB 121102 ist dieser eben mal 500 Mal stärker als bei allen anderen Fast Radio Bursts. Das hatte ein niederländisches Forschungsteam erst Anfang des Jahres herausgefunden. Doch um welches extrem starke Magnetfeld es sich handelt, das ist noch völlig offen. Um all die offenen Fragen zu dem mysteriösen Phänomen der Radioblitze zu beantworten, hat ein Forschungsteam aus Berkeley jetzt eine künstliche Intelligenz als Unterstützung hinzugeholt. Die KI hatte die Aufgabe, die Beobachtungsdaten, die das Green Bank Radioteleskop in West Virginia im August 2017 sechs Stunden lang aufgezeichnet hatte, auszuwerten. Damit die Analyse des neuronalen Netzwerkes brauchbare Ergebnisse liefert, wurde die KI zunächst trainiert, und zwar mit Daten zu simulierten und echten Radiobursts. Und tatsächlich, zu den 21 Radiopulsen, die man bislang aufspüren konnte, fand die KI weitere 72 Radioblitze. Von FRB 121102 sind nun also insgesamt mehr als 300 Radioblitze bekannt. Dazu schreibt das US-Forschungsteam: Wir präsentieren damit die erste erfolgreiche Anwendung von Deep Learning auf die Detektion von schnellen Radiosignalen in rohen Spektrogrammdaten. Unsere Ergebnisse stellen die bisher größte Zahl von Radioblitzen innerhalb einer Beobachtungszeit dar. Doch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten noch eine weitere große Anzahl an Radioblitzen, die selbst der KI in ihrer Analyse entgangen sind. Ein Hinweis darauf liefert die Verteilung der Pulse über den Beobachtungszeitraum, die stark von einer Zufallsverteilung abweicht. Und die von dem neuronalen Netzwerk aufgespürten Radiobursts bringen etwas Licht in das mysteriöse Phänomen. Zum einen konnte das Forschungsteam feststellen, dass knapp 50% der Pulse in den ersten 30 Minuten der Beobachtungszeit eingetroffen waren. Was genau das bedeutet, das bleibt noch offen. Diese Beobachtung könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, dass es sich bei den schwächeren Pulsen um eine Art Nachbeben eines starken Blitzes handelt. Ganz auszuschließen sei aber nicht, dass es sich dabei auch um ganz normale Schwankungen der Radioemissionen handelte, so das Forschungsteam. Ein sehr konkretes Ergebnis lieferte die Analyse der KI bezüglich der Regelmäßigkeit der Radioblitze. Die regelmäßigen Intervalle, in denen sie auftraten, sind kürzer als 10 Millisekunden, so das Ergebnis des Forschungsteams. Zudem zeigt die KI auch, dass die Radiobursts in einigen Fällen sehr eng aufeinanderfolgende Paare bilden. Eine äußerst wichtige Frage, zu der noch weiter geforscht werden muss. Rotiert die Quelle der Radioblitze oder nicht? Denn die Antwort darauf könnte spannende Rückschlüsse auf die mögliche Quelle von FRB 121102 zulassen. Bei einem rotierenden Objekt, das sehr regelmäßige Pulse aussendet, könnte es sich beispielsweise um einen Millisekunden-Magnetar handeln. Das ist ein schnell rotierender Neutronenstern mit starken Magnetfeldern. Doch das sind nicht die einzigen möglichen Quellen. Forschungsteams hatten auch schon einmal schwarze Löcher oder Asteroideneinschläge auf Neutronensternen ins Spiel gebracht. Die Fachwelt jedenfalls feiert die Arbeit des US-Forschungsteams.
Dazu der Wissenschaftler Andrew Simeon. Und das ist extrem spannend, was er sagt. Diese Arbeit ist sehr aufregend. Und zwar nicht nur, weil sie uns hilft, das dynamische Verhalten schneller Radio Bursts genauer zu verstehen. Diese Forschung ist sehr vielversprechend bezüglich dem Einsatz von KI, mit der man Signale erkennen kann, die klassische Algorithmen verpasst haben. Moment. Signale erkennen kann, die klassische Algorithmen verpasst haben. Ja, nämlich die von Aliens. Der Forscher ist nämlich Teil des sogenannten Breakthrough Listen Projektes, ein privat finanziertes Forschungsprojekt, das sich der Suche nach außerirdischem Leben im All verschrieben hat. Auch in diesem Zusammenhang wird KI angewandt. Sie soll Signale aufspüren, die von außerirdischen Zivilisationen stammen könnten. Und vielleicht könnte so ein Durchbruch erzielt werden, denn KI ist der einzige Weg, riesige Datenmengen nach Strukturen, eben zum Beispiel Signalen von Außerirdischen, zu durchsuchen. Und trainieren könnte man die KI auch hier auf der Erde. Sie könnte Radiosignale oder Funksignale auf der Erde suchen und damit lernen. Und vielleicht könnte so ein Durchbruch erzielt werden, denn KI ist der einzige Weg, riesige Datenmengen nach Strukturen, eben zum Beispiel Signalen von Außerirdischen, zu durchsuchen. Und trainieren könnte man die KI auch hier auf der Erde. Sie könnte Radiosignale oder Funksignale auf der Erde suchen und damit lernen. Diese Entdeckung könnte wirklich ein riesiger Schritt sein auf dem Weg der Entdeckung von Aliens. Denn auch wenn es wahrscheinlich unzählige Zivilisationen da draußen gibt, sie in den wahrscheinlich milliardenmal mehr anderen Signalen zu entdecken, ist eine riesige Herausforderung. Dass künstliche Intelligenz hier bei den Radio Bursts so einen Unterschied macht, ist mehr als vielversprechend. Und ich bleibe dran. Und wenn ihr garantiert kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann hilft nur WhatsApp. Da informiere ich euch täglich und das vor allen anderen. Dafür hier klicken und weiter geht's mit, auch dafür draufklicken. Wird ein Gamma-Blitz die Erde zerstören? Der hellste Blitz aller Zeiten. Das erste Video übrigens von Klicksum Science and Fiction. Bis dann. Bleibt dran.